Guti, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Während die anderen Folgen hochladen, kann ich nebenbei schon mal wieder was aufnehmen. Wir sind am nächsten Tag natürlich ein bisschen fitter, als wir es gestern Abend waren. Und wir haben den Tempel des Amun gesehen, jedoch nicht alle Schätze geplündert. Das muss ich irgendwann nochmal machen, das mache ich dann wahrscheinlich privat noch ein bisschen. Aber wir werden uns auch anderen Dingen widmen. Zu Hause waren wir bereits. Was ist das? Edmund Zhang. 9700 Herzen, Lebenspunkte, keine Ahnung. Das ist der Weber. Chris LPCG. Ach so, das sind andere Spieler, die dort irgendwas verewigt haben oder dort gerade rumstromern. Das kann natürlich alles sein. Hier oben waren wir offensichtlich auch schon in der Amanai-Höhle und ich denke mal, wir werden uns jetzt zu diesem Aussichtspunkt hier wagen, hocharbeiten, damit wir dann dort auch noch ein bisschen was machen können. Zu guter Letzt werden wir dann hier unten die Missionen fertig machen. Da ist auch noch eine, um dann auch endlich mal weiterzukommen. Ich weiß ja nicht, was genau unsere nächste Aufgabe ist. Aktuell sehen wir zwar ein paar Quests, die noch da sind, wie zum Beispiel Möge Amun an deiner Seite sein. Bayek ist bereit, die Verfolgung der Schlange fortzusetzen, sprich mit Herzinfarkt, bevor du Siva verlässt. Das will ich ja noch nicht machen. Da bin ich ja noch nicht bereit für. Ich will erst die ganzen normalen Quests fertig machen. Das werden wir nachher in den weiteren Gebieten nicht tun auf diese Weise. Wir werden dann einfach so unsere Hauptstory fortsetzen. Ich bin am Überlegen, ob ich die ganzen Nebenquests dann wirklich alleine mache, ohne euch. Oder, ach, da bist du ja. Oder ob ich das mit euch zusammen mache, aber dann im Schnellverfahren und immer nur ein paar Quests. So wie ungefähr wie bei Far Cry. Far Cry oder den früheren Assassin's Creed Teilen, da haben wir auch nicht immer alles zusammen gemacht. Was mich freuen würde, ist, wenn ihr einen kleinen Death Counter einrichten könntet. Ich kann euch sagen, ich bin einmal gestorben, ihr werdet es gesehen haben. Ja, aber ansonsten ist noch nicht viel passiert. Warte mal, da muss ich nicht hin. Muss wieder runter. Oh, das Pferd springt sogar. Cool. Aber trotzdem bin ich noch weit entfernt von dem eigentlichen Weg, wo ich hin wollte. Ja, das tat weh. Das glaube ich dir. Es war auch ein ziemlich weiter Sprung. Es tut mir leid, mein kleines Pony. Ach, wie kriegt man denn eine Schnelllaufoption? Das würde mich mal interessieren. Damit kann ich nur schlagen. So auch nur. Damit kann ich den Bogen verschießen. Damit halte ich das Schild. Wir sind schon auf dem richtigen Weg. Wir müssen bloß nach links. Klick, klick. Was ist das? Das möchte ich mir mal näher ansehen. Vielleicht kommt man darüber hoch. Ach so, man kann nur runterrutschen. Das ist aber äußerst doof. Hier ist ein Pelz gewesen. Na, sehr schön. Apropos Pelz. Wir müssen auch noch verschiedene Dinge sammeln, mit denen wir dann unsere Rüstung aufstufen können. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Oh, da oben hochzuklettern, das wird auch eine Weile dauern. Aber wir müssen es tun. So, da wirst du wahrscheinlich nicht hochspringen können. Also klettern wir mal. Denn wir können ja an allem hochklettern. Die Welt ist ja frei beweglich. Und von daher haben wir hier keine Probleme. Finde ich total toll. Ist das nice? Ist das nice, Leute? Und hier können wir uns dann nachher wieder runterschwingen. Das hört sich ein bisschen komisch an hier. Wie so ein Generator. Ah, deswegen. Weil die Welt hier zu Ende ist. Na gut, aber trotzdem will ich zum Aussichtspunkt. Der ist dort oben. Oh, und wie schick der Mond leuchtet. Wenn das überhaupt der Mond ist. Ja, da sind Sterne. Das wird der Mond sein. Wow. Also sehr imposant gemacht. Das ist natürlich richtig geil, eines Assassin's Creed würdig. Leute, was für eine Kletterpartie. Das wird sich kein normaler Mensch einfach so ohne Sicherung trauen. Obwohl, trauen wahrscheinlich schon, aber
ob derjenige es dann auch so schafft. Und vor allem so leicht und locker und flockig. Der hier braucht keine Kraft. Das ist unser Obelix. Der ist damals in den Zaubertrank gefallen und hat seine Macht anders bekommen. So, und jetzt ist das Schöne, dass wir uns jederzeit, wenn wir diesen Aussichtspunkt aktiviert haben, hier hochporten können. Das heißt, wir müssen nicht noch einmal klettern. Bin auch gespannt, was dort oben noch zu sehen ist. Wow, das ist die Stadt. Was für eine wunderschöne Aussicht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, wo wir mit unserem Kind waren. Wenn Kemun denn unser eigenes Kind ist. So, und damit müssten wir Siva zumindest, was die Aussichtspunkte angeht, komplett synchronisiert haben. Synchronisation beendet. Senus Wahrnehmung wurde auch erweitert. Das heißt, der Adler kann jetzt noch mehr wahrnehmen. Und wir sehen jetzt hier an dieser Stelle noch einige Orte, so wie das da mit dem Fragezeichen oder das da oder das da. Was wir noch nicht sehen, ist hier hinten nachher die Ecke. Das sind alles die Straßen. Wo ist denn die Abgrenzung des Gebietes? Das ist eigentlich bloß das Dunkle, ne? Ja, vielleicht sehen wir das später nochmal genauer. Aha. Ja, das Dunkle. Gut, dann wagen wir uns von einem Fragezeichen zum anderen, so lange bis wir dann hier unten ankommen und die Aufgabe machen können. Und dann werden wir auch schon loslegen in das neue Gebiet. Ein ewig langer Todessprung. Hier ist noch was Schönes. Dankeschön. Wie komme ich jetzt hier runter? So, Death Counter plus 1. Ich wollte eigentlich zur Seite springen, aber er hat sich gedacht, springe ich mal nach vorne. Er hat A gedrückt. Verdammt. Jetzt stehen wir hier mitten in der Wüste, mitten im Nirgendwo. Da kommt unser Pony aus der Mauer herausgeritten, aus der Wand. Und wir sind fast Level 7, also allzu viel fehlt uns nicht mehr. Wir reiten jetzt einmal nach links, gucken uns den Stein an, der da vorne ist. Dort oben wird wahrscheinlich dann das nächste Fragezeichen entdeckt werden. Und dann haben wir auch schon genügend Erfahrungspunkte, werden wahrscheinlich so um die 25 fehlen, um Level 7 zu bekommen. Und dementsprechend einen neuen Fähigkeitenpunkt. Neuer Ort entdeckt, der Halma-Punkt. Hier gibt es einen Schatz zu plündern. Oh, hat doch nicht gereicht, die 25. Vielleicht dann mit dem Schatz. Banditen. Wie kommen Sie an diesen heiligen Ort? Ich habe keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall auf uns aufmerksam geworden. Ach, das war der Ort, wo... Ja, hier war der Ort, wo wir Kema hatten. Hey, was? Du darfst nicht hier sein. Idiot, du kannst es nicht mit Kriegern aufnehmen. Au. Wow. Der ist absolut tödlich. Ich glaube, ich sollte nicht hier sein. Komm her. Ich vergifte dich. Desynchronisiert. Wahnsinn, vielleicht darf ich dem gar nicht erst begegnen. Dabei gibt es hier einen Schatz zu plündern und ich kann den jetzt nicht plündern, ach verdammt. Na gut, was soll's. Gehen wir mal zum nächsten Punkt, den Schatz holen wir uns dann später, wenn wir ein bisschen stärker sind. Oder wenn ich alleine bin. Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr böser Mensch. Oh. Wir müssen jetzt einmal geradeaus oder nach links, auf jeden Fall der Straße nach. So, wir folgen jetzt der Straße, das macht er von ganz alleine. In einem schönen, schnellen Tempo, das gefällt mir. Der Punkt rechts ist ein bisschen näher dran, aber wir werden sowieso nach rechts, also will ich hier lang. So ist schön. Neuer Ort entdeckt.
Küken. Steinbock-Versteck. Treffer, Tier töten. Geschafft. Ort beendet. Das ging aber fix. Level up. Stufenaufstieg. Sehr nice. Ein neuer Fähigkeitenpunkt und wir haben viermal weiches Leder bekommen. Jetzt gucken wir erstmal in die Fähigkeiten. Wir haben wieder zwei Fähigkeitenpunkte. Attentatsbeute. Das ist toll, das nehme ich mit. Automatisch werden wir nämlich immer gleich die Leute looten. Sehr nice. Können wir auch schon irgendwas bauen in der Ausrüstung? Nee, aber wir haben 8 von 9 dieser Fälle. Da haben wir 5 von 13 Holz, wo auch immer das Holz herkommt. 5 von 12 Holz. Hier brauchen wir 13 Materialien, um einen besseren Handschuh zu bekommen. Fernkampfschaden. Ah, 76 höher. Na gut, das ist nicht verkehrt. Warum nicht? Haben wir auch schon einen neuen Bogen, der besser ist? Nö. Der Kupferbogen ist genauso wie der andere. Okay, weiter. Ein Flamingo landet direkt vor uns. Auch nicht schlecht, der hat uns nicht gesehen. Das Steinbock-Versteck haben wir gefunden. Alles ist gut. Also aufsitzen. Und weiter geht's. Ab nach Süden. Jetzt habe ich aus Versehen eine Markierung gesetzt. Das wollte ich gar nicht. Was ist das da vorne? Ein Boot? Ja, kann sein. Wo muss ich denn hin? Geradeaus. Da vorne muss irgendwo ein kleiner Teich sein, ein Bach, eine Pfütze. Weiß nicht. Da laufen auf jeden Fall auch Tiere rum. Wenn ich das richtig sehe, auch wieder Hyänen. Sind das Hyänen? Ja. Treffer versenkt. Damit ist auch der Hyänenbau erforscht. Das Schöne ist, die können uns jetzt noch weniger anhaben. Wir sollten sie also wirklich kaputt machen, um eben auch noch weiches Leder zu bekommen. Hallo, meine Lieben. Oh. Ganz ruhig, meine Lieben. Bitte einer nach dem anderen. So ist schön. Alle plündern. Sehr nice. Und hier gibt es sogar noch einen Schatz. Dankeschön. Einen guten Bogen, der sogar noch ein bisschen stärker ist. Nice. So liebe ich das. An das Orakel Medun Amun. Gut, den wollen wir mal gleich ausrüsten, dann sind wir nochmal ein bisschen stärker. Kampfbogen. Aufladetempo ist immer noch gleich, aber der Schaden schon auf 105 statt 85. Das ist gut. Nehmen wir mit rein. Guti, wieder zurück zum Pony, weiter geht's. Und ich glaube, wir können jetzt auch die Ausrüstung aufstufen hier unten. Ja, können wir. Tada, Stabilisierungshandschuh und dementsprechend nochmal mehr Fernkampfschaden, womit wir natürlich noch besser schießen können. Wo ist mein Pony? Da ist mein Pony. Wie weit sind wir jetzt? Ja, ziemlich weit weg von dem Punkt hier unten. Wir müssen einmal um den kompletten See rum, aber ich glaube, da porten wir uns lieber. Das geht doch wesentlich schneller. Und da sind wir schon. So, hier können wir nochmal unser Pony rufen und dann entweder dorthin oder dorthin. Wobei ich das hier erstmal präferieren würde, denn wir wollen ja sowieso nachher hier runter. Und da ist auch noch ein Fragezeichen. Und was hier oben ist, das weiß ich nicht. Vielleicht waren wir bereits da, ohne dass ich es weiß. Auf jeden Fall wird dort nichts angezeigt.
Aufsetzen. Auf geht's. Warte mal, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja. Dann der Straße folgen. Währenddessen können wir uns wunderbar umsehen. Ach, es ist so viel verbessert worden in Assassin's Creed Origins, dass ich kaum irgendwelche Fehler als schlimm heißen würde. Klar, das eine Mal, als das so ewig lange gedauert hat, bis dann die Sequenz kam, dass wir da die Heilerin besuchen. Das war schon ein bisschen ungewöhnlich, aber nicht schlimm. Vorne ist ein Auftrag. Ich glaube, wir sind auch schon da, ne? Ja, wir sind schon da. Gut, dann sitzen wir mal ab und gucken mal, was für ein Fragezeichen hier vorne ist. Gucken uns das erst an und dann gehen wir rein. Neuer Ort entdeckt. Lysandros Gaben an das Orakel. Schatzplündern. Hier gibt es drei Schätze. Egal.